So, jetzt machen wir nochmal für diese spezielle Geschichte nochmal eine Übung. Und zwar eine Übung, und wir schreiben die mal einfach rechts daneben. Die gleiche Schaltung gilt, also die hier gilt, trotzdem. Die Ströme teilen sich auf. Wir erwarten einen geringeren Widerstand. Wir nehmen jetzt mal aber andere Werte. Parallelschaltung gilt, also das bleibt. Und wir sagen jetzt mal, R1 ist 10,8 Ohm und R2 ist 3,6 Ohm. Richtig hässliche Werte, ne? Damit man, wir wollen ja sehen, wie man trotzdem rechnen kann, ohne zu rechnen. Also durch einfaches Umschreiben. Diese Formel gilt, die schreibt ihr zuerst hin und dann setzt ihr ein mit unseren pinken Werten. Und dann vollzieht ihr mal diese Schritte nach. Wer zu Hause das macht, drückt jetzt Pause, macht das alles so, nachdem er sich ja dieses Video angeguckt hatte. Und wir sehen uns dann in der Auflösung wieder. Also ich habe jetzt diesen Schritt hier, das pure Einsetzen habe ich mal weggelassen. Wir sind jetzt schon an der Zeile. Es müsste bei euch zu Hause dastehen. 1 durch R gesamt ist gleich. Hier steht noch das 1 durch 10,8 Ohm und erweitert mit dem anderen, nämlich mit 3,6 Ohm, weil es noch fehlt. Und hier entsprechend das Gegenteil mit 10,8 Ohm erweitert. Erweitern nochmal heißt oben und unten multiplizieren. Mathematisch ist nichts passiert, weil wenn ich das hier wegstreiche, bleibt wieder die alte Formel stehen. So, ich mache jetzt wieder Pause, jetzt kommt der nächste Schritt. Aber mal runtergescrollt, damit man sieht, was jetzt hier passiert. Also hier an der Stelle, na, jetzt kriege ich es leider nicht ganz auf dem Schirm. So geht es dann weiter. Bis hierher müsste es jetzt so ausgesehen haben, da ich den gleichen Nenner habe. Der heißt so hier, beziehungsweise so. Das ist aber das Gleiche. Das ist beides, ob ich 10,8 mal 3,6 sage oder 3,6 mal 10,8. Ist egal. Kann ich jetzt einen gemeinsamen Nenner bilden? Hier ist er nochmal. So, und wenn ich diesen gemeinsamen Nenner gebildet habe, dann kann ich in aller Ruhe wirklich auch zusammenzählen. Gleicher Nenner heißt, ich darf die Brüche jetzt endlich oben addieren. Jetzt steht hier oben 14,4 Ohm, unten steht 10,8 mal 3,6 oder umgekehrt, Ohm zum Quadrat. Wenn ich durch Ohm teile, bleibt hier unten Ohm stehen und hier oben bleibt eine 1 stehen. Und jetzt stürzen. Das werdet ihr später nicht mehr dahin schreiben. Stürzen heißt aber, die linke und die rechte Seite der Gleichung beide von beiden Seiten den Kehrwert bilden. Und jetzt geht es weiter und wir machen nochmal Pause und dann haben wir es auch gleich. So, und jetzt muss es wie folgt aussehen. Also ich würde hier unten noch keine Produkte einzeln ausrechnen und hinschreiben. Schade drum. Denn nach dem Stürzen kann ich in einem Zug 10,8 mal 3,6 durch 14,4 teilen und ich komme, das Ohm steht auch oben. Man sieht, aha, das steht auf dem Bruchstrich, nicht Ohmtel, sondern Ohm. Und es kommen raus 2,7 Ohm. Ist verrückt. Wir sehen wieder mal. 10,8 und 3,6 sind beide größer als, 10, als diese 2,7 Ohm. Es hat sich der Gesamtwiderstand der Schaltung drastisch verringert. Das war die Übung, um das nochmal hinzukriegen. Ich mache nochmal Pause, falls es Fragen gibt. Nochmal eine zur Übung. R gesamt ist gesucht. R1, R2 sind in Parallelschaltung gegeben. Man muss sich so eine Skizze für solche einfachen Dinge überhaupt nicht hinmalen. Deswegen lösche ich mal jetzt schnell die Skizze weg. R gesamt ist gesucht. Und wer jetzt schlau ist, der sagt, entweder ich spule nochmal zurück oder ich versuche mich jetzt mal komplett durchzubeißen mit folgender Lösungsformel. Die schreibe ich noch hin und dann geht's los. Und zwar, 1 durch R gesamt ist ja, in diesem Fall haben wir nur zwei Widerstände. 1 durch R1 plus 1 durch R Gesundheit. 2 meine ich. Und los. Und hier ist die Auflösung. Wir haben raus, nach allen Schritten, da sage ich jetzt nichts dazu, ich habe es bloß nochmal farbig gemacht, wie ich erweitert habe. Ne? Hier, die eine Seite, das war hier die 22 Ohm, die waren diese Seite hier. Und die 2,2 Ohm, das war diese Seite. Überkreuzt sozusagen erweitert. Und dann Tippeltappeltour. Nochmal, lieber eine Zeile mehr geschrieben als ein falsches Ergebnis, es kam raus 2 Ohm. Die Kontrolle ist, das kam von vorhin die Frage, wie kann ich kontrollieren, ob das richtig ist? Tipparbeit, okay, da kann ich mich mal um ein paar Kleinigkeiten verhauen, aber es muss kleiner sein als der eine und als der andere Widerstand. Als 22 Ohm ist auf jeden Fall kleiner, aber die 2,2 Ohm, da muss der Gesamtwiderstand immer noch ein bisschen drunter liegen. Das ist letzten Endes so die überschlägige Kontrolle. Donnerwetter, alle Achtung. Gut, alle Fragen sind soweit geklärt. Ich fasse nochmal zusammen. Dieser Rechenschritt, das ist eigentlich der Trick. Erläutert habe ich es. Dieser Rechenschritt wird angewandt bei Parallelschaltung von Widerständen. Ich gebe mal einen Ausblick. Man kann das auch mit 3, 4 oder 10 Widerständen machen. Dementsprechend sähe dann die Formel so aus. 1 durch R gesamt bei 3 Widerständen ist 1 durch R1 plus 1 durch R2 plus 1 durch R3 und
ich müsste dann entsprechend mit den entsprechenden fehlenden Dingen erweitern. Also das sähe dann so aus, dass ich hier oben, wenn ich noch einen dritten Widerstand habe, dann entsprechend nochmal erweitere. Also einmal über Kreuz so und einmal noch bei beiden so und dann kriege ich das auch hin. Ist jetzt aber nicht Gegenstand der Sache, da gibt es einfachere Verfahren, muss nicht sein. Habe ich 4 Widerstände, heißt es so. Habe ich 5 Widerstände, heißt es so. Und das geht immer so weiter. Richtige Elektriker, die können das richtig ausrechnen, die beherrschen auch dieses Verfahren, die beherrschen auch dieses Kreuzprodukt und so weiter. Wir lassen es an der Stelle sein. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und schönes Üben.